Sie sind hier 18. November 2018, 22.42 Uhr von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern, Tom Kühnhackl und die New York Islanders kassierten eine Pleite, Urheberrecht Getty Images. Das deutsche NHL-Duo Tom Kühnhackl und Thomas Greis kassiert nach zuletzt 2 Siegen eine Pleite. Beide stehen dabei im Rampenlicht. Stürmer Tom Kühnhackl und Torhüter Thomas Greis haben mit den New York Islanders in der Eishockey-Profiliga NHL nach zuletzt 2 Siegen in Serie eine Niederlage kassiert. Der viermalige Stanley Cup-Sieger verlor gegen die Dallas Stars mit 2:6. In der Metropolitan Division sind die Islanders mit 10 Siegen nach 19 Spielen auf Rang 2 von 8. Der zweimalige NHL-Champion Kühnhackl, 26, erhielt 13 Minuten Eiszeit und eine 2-Minuten-Strafe für Behinderung. Goalie Greis stand in den ersten 27 Minuten auf dem Eis. Bis zu seiner Auswechslung beim Stand von 1:3 parierte der 32-Jährige 16 von 19 Schüssen, jetzt die Sport1-App herunterladen. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bergen. Mehr.